Ein ganz liebes Hallöchen bei Arc Age mit der Cora und dem Flo. Hallo. Und als Special Guest heute Clara von Ultima Pass, unserer Arc Age Gilde. Hallöchen. So, wir haben das letzte Mal hier oben auf dem Berg aufgehört und es war ein strategisch sehr kluger Punkt, weil jetzt steht uns erst ein größerer Kampf an. Wir wollen uns nämlich alle umbringen. Völlig zu Unrecht, würde ich mal sagen. Völlig zu Unrecht. Sarah ist gerade noch auf dem Weg zu uns. Aber Flo, wir können uns ja schon mal nach da unten auf. Wir können mal zeigen, was wir können. Na dann, können wir hier einfach runterspringen. Ja, ich komme sowieso nur, um euch zuzugucken. Oh ja. Gott. Denn hier, Ashani, sollen wir die mal einladen? Hör mal. Die laden wir mal ein. So, wir schnüffeln vorher hier nochmal an diesen Dingern. Wir hören auch an allen zu schnüffeln. Weil wir haben gelernt. Kann man in der Gruppe schreiben? Schrägstrich P geht gar nicht. Also, wenn du auf Enter drückst, dann hast du auf jeden Fall dieses Sprachdingens. Und wenn du dann auf dieses Lokal klickst, kannst du nämlich die Gruppe auswählen. Habe ich doch voll gut erklärt, oder? Ja, super. Wenn du einen deutschen Client hast, dann heißt das natürlich /G wie. /GR wie Gruppe. Ja, G ist für Gilde, das hatte ich nämlich schon. Das, Nee, du musst /Gruppe machen. Das steht nämlich hier auch dahinter, wenn du das mal aufmachst. Kannst auch Was ist denn mit dem Ashani? Oh no, sorry, I can't. Was ist denn mit dem verkehrt? Immer wieder local, falls wir Leute anschreiben. Naja, dann, Hier ist der Pupo Wache Eubach. Oh, ich hab hier Herzchen. Oh, der bufft uns ganz stark. Ja. Ah. So, guck mal, Clara sieht aber hier auf dem Realm eigentlich Deutsch schreiben oder sind das auch nicht deutsche Spieler, sag ich mal? Sind alles mögliche gemischte Spieler, also. Okay, dann bleibe ich mal fragen, im Englischen. Wenn man eine Sprache spricht oder du schreibst ihn halt direkt in Englisch an. Das klappt fast immer. Jetzt so. Fliegen mir so Sternchen hinterher. Hast du irgendwas gegessen? Ja, hast du wahrscheinlich Zwieback gegessen. Die halten ja gar nichts aus. Wie ist, wenn die so hinter dir spawnen? Ups. Mal, wie hab ich denn eigentlich meine Skills hier eigentlich? Ist gar keiner gespawnt. Ist doch Quail. Das hier. Ja. Ich glaube, der andere, der macht irgendwie nichts. Ich tu die mal raus. Kein Loot. So, wir müssen hier irgendwie diese Kisten einsammeln. Achso, nee, ich gehe mal lieber aus der Gruppe, weil dann kriegt er viel zu wenig Erfahrung und das muss ja nicht sein. Schau ich mal von der Seite zu, was wir hier so veranstaltet. Ich glaube, ich habe hier meine Skills schon wieder völlig verkehrt. Was, ne? Ich muss die hier umdrehen, ich habe gelernt. Verlangsamte Pfeile und Suchung und so weiter. So, wir brauchen noch ein paar von diesen Kisten haben wir zerstört. Kriegst du auch meinen Quest-Fortschritt? Was haben wir denn jetzt? Was sammeln wir denn eigentlich? Die Maschinenteile, ne? Also ich habe 5 von 5. Ja, dann kriege ich sie nicht. Dann musst du die auch noch kaputt machen. Aber die töten, hier sind die Bärenberg-Hüter. Das glaube ich, kriegen wir zusammen. Vergiftet der mich? Ja, der vergiftet mich. Okay. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Ach, ja, das ist ja auch der, auch der Oberboss. Doch was. Oh! Angelockt. Uiuiui. Ja, ich hab da ein paar zur Party eingeladen. Ist der Hüterclan. Aha. Ich kann euch ja hier nicht sterben lassen. Ja, das. Ja, wobei wir müssen ja auch noch zeigen, was passiert damit. So, dann haben wir hier alles. Dann haben wir das wieder ab.
Ja, Hammer. Außer Sichtweite. Hey! Hat er mich da nicht da vom Auto? Vom Auto, sag ich schon. Vom Pferd runtergestanden. Dafür wird jetzt getötet. Blöden Tüten da. So, komm. Geht ja alles voll von dem. Ja, deswegen hau ich die jetzt auch nicht. Aber ich finde das Rennen irgendwie lustiger. Ach, hier kriegen wir jetzt unseren Gleiter. Ja, gucken wir jetzt mal das Video an. Ich hab's schön geskippt. Wieder kann man explodierende Fässer runterschmeißen. Tja, schauen wir mal, ob wir das auch so elegant können. Ah ja, bisschen übertrieben. Wo bist denn du jetzt hin, Flo? Ja, wir müssen noch zum Abgrund. So. Genau, so ist mein Kleider. Wir müssen zum Bürgermeister. Warte! Wer davon? Ui! Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Hinter mir? Nein, ich habe gerade Rechtsklick auf meinen Kleider gemacht und jetzt ist er weg. Ja, ist ja, jetzt hast du ihn angezogen. Angezogen. Hast du unten rechts in der Skill-Leiste den Gleiter verwenden Button. Also ich hatte ihn auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, ich crash voll in die Häuser rein. Oh! Lenken! Ah, es geht nicht. Ja, irgendwie nicht so easy. Ja, nur so ein Standardgleiter. Mit dem Gleiter kann man auch nicht fliegen. Oh, dass ich mir dabei nichts gebrochen habe, das war schon ein Wunder. Wo Sturzflug? Reagiert doch immer ein bisschen. Ah, hier oben ist doch hier wieder die Quest von der Tempelgöttin da. Ich glaube, ich schieße übers Ziel hinaus. Auf die Kurve? Auch nicht. Ein Baum? Ja. Und da kommt die Felswand. Oh, das geht schief. Ja. Ups. Ja. So elegant landen kann halt nicht jeder. So, Bürgermeister. Jetzt dürfen wir, glaube ich, zur Mine, oder? Ja, aber lass uns erstmal noch die Hauptquest ab. Oh, gut, dass ich vom Bärenberg... Ich hab da auch wieder jetzt nicht dran gedacht. Das war jetzt blöd. Aber besser, es fällt uns jetzt ein. Später, ich habe hier übrigens noch einen Ausruf. Ja. Ja, das ist die Wieserin. Da kriegst du einmal am Tag kostenlos EP. Dann nehmen wir mit. Beschwert man sich ja nicht, ne? Da gibt's. Guck mal, warte mal. Gilderstamm, glaube ich. Ja, genau, solche Gilders Münzen. Genau, die Gilderstämme sind ja eins der wichtigsten Sachen hier. Die ganzen Designs für Schiffe, Häuser und so weiter kosten alle Gilderstämme. Brauchst dann halt. Wir mussten ins Banditenlager und da was mitnehmen. Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss nämlich hier mal kurz ein klein bisschen umsortieren in meiner Skill-Leiste. Das ist nämlich ein bisschen voll. Das hier. Instrument spielen brauche ich nicht. Handelspaket, keine Ahnung von.
Darf da auch mal weg. So, machen wir das nämlich. Ich möchte die Nahkampfsachen da oben hin. So. Sehr gut. Ich bin startklar. Achso, Pony. Pony. So. Mal die. Ah, die wollen meinen Elch umbringen. Wo bist du? In den Schnüffelwagen. Im Lager. Ach, jetzt hat er meinen Elch getötet. Die spawnen ihn doch. Ja, du, wo bist du? Das war's ja gar nicht. Terra. Gegenstandsangriff. Naja, müssen wir ihn halt wieder beleben. Wo bist du denn? Ich habe gerade die alte Krone geholt. Kann aber jetzt nicht warten. Kein Ziel ausgewählt. Zauber ist gerade gespawnt. Ich hab schon. Ich gleich mich jetzt mal da hinten rum. Bin ich ganz schlau. Geh jedem Konflikt aus dem Weg. Ich hab was Schönes erhalten. Was habe ich denn hier bekommen? Nette Rüstung mit viel Intelligenz drauf, ja, die brauche ich glaube ich nicht. Du solltest deinen Elf aber vielleicht wiederbeleben. Ja, der lebt doch wieder. So, ne, bei mir lebt der da noch. Wie hat er denn das geschafft, schon wieder zu sterben? Der hat nur einen Lebenspunkt, wenn du den wiederbelebst. Das heißt, er ist der Stallmeister. Ja. Ach, ich habe ja die Mana-Flöte im Moment. Das bringt, glaube ich, nichts. Kann ich denn hier auch für den? Nee. Du konntest so nicht heilen. Der Stallmeister. Muss mich gleich wieder mitnehmen. Hast du bei mir mit? Obwohl, eigentlich können wir wieder den Gleiter benutzen. Das so gut funktioniert hat. Mein Gott! Hüpf! Oh Gott. Läuft einfach weiter. Ich hab den Flug verloren. Los, abgestürzt. Ja, nö, bleib. Ich hab den Gleiter benutzt. Oh, das wird knapp. Oh Gott. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Wir holen euch jetzt mal gleich den schnellen Gleiter. Okay, wir können uns direkt einen Gleiter holen. Ja. Ja, das. Also wenn ihr den jetzt habt, dann könnt ihr das. Also ihr könnt den upgraden sozusagen. Wir sind weg. Wir können ihn upgraden. Okay, dann werden wir uns nochmal wieder sehen. Dazu müssen wir nach Mirage. Ah, hier ist gar kein Portal. Da müssen wir woanders hin. Na, dann machen wir erstmal weiter. Können wir das später machen. Okay. Ach, Moment. Erst noch zum Stall vielleicht meinen Typen hier wieder beleben. Genau. Mal deinen Busch beleben. Obwohl, ja. Leben tut er ja, aber er ist hart an der Grenze gerade. Ja, der reitet dann noch langsamer, ne? Das sein oder bildet mir das mal ein? Nee, das nur. Kommt ja nur so vor. Lass ruhig sagen, dass ich mir das ein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, immer über die ganze Karte. Ja, wunderbar. Ja, jetzt geht es nämlich ein ganzes Stück weiter. Mein Vorschlag ist auch, dass wir vielleicht den Nebenquesten mal so ein bisschen außen vor lassen. Ja, wir müssen aber trotzdem dahin. Ja,
Auf jeden Fall. Die Minenquest ist, glaube ich, auf dem Weg. Das sind ja alles so Wohngebiete, wo gerade ein anderer Spieler baut, oder? Richtig. Auf der Karte hat man halt die Grundstücke eines, also die Flächen, wo Grundstücke sind, eingezeichnet. Dort kann man dann bauen, wenn da noch Platz ist. Ist unwahrscheinlich, aber ja, es wird halt überall immer mal was frei. Hier ist so ein Portal-Ding, guck mal. Ah, ist so ein Portal, wie du meinst? Genau. Das ist das Mirage-Portal. Das steht immer am Auktionator. Da hüpfe ich jetzt einfach durch. Ja. Ich bin einfach mal durchgegangen, ja. Wo werden wir jetzt erstmal sterben? Nein. Haben wir Spaß. Das hier ein neutrales Gebiet. Hm? Lauf's mal. Das heißt, mich kann hier keiner töten. Richtig. Also kann mich keiner töten oder darf mich? Kann. Das ist wirklich, hier ist sozusagen die Insel, wo man alles Mögliche kaufen kann. Von Designs von Schiffen, Häuser. Ich würde einfach vielleicht mal eine ganz kurze Führung machen. Oh, warte mal kurz, mein Spiel braucht so ein bisschen, bis es hier die Charaktere aufgebaut. Ja. Ich bin ein bisschen überfordert. Oh, guck mal, hier stehen ja auch Führerinnen rum. Mhm. Aber die führen dich nicht wirklich. Ah, oh, ist ja ärgerlich. Ja. So, wo sind wir jetzt bei den Harani-Docks? Okay. So, auf die Karte. Also es gibt halt auf der einen Seite von dem Eingang, wo wir jetzt sind, sozusagen, gibt es die Harani-Docks, die Nuyan-Docks und dort werden halt die Schiffe von den Harani bzw. den Nuyan gezeigt, damit man sieht ungefähr wie die aussehen am Ende, wenn man sich das Design kauft. Und die Häuser stehen auch auf jeder Seite. Da gibt es halt von jedem Haus eins, was dort steht. Da kann man sich das angucken, da kann man durchlaufen. So, kaufst du mir das Bett bitte? Nö. Ich habe Feuerwerk gekauft. Ist auch toll, oder? Also Kostümchen kaufen. Oh, ein Mädchenparadies! Ja? Mädchenparadies! Weibchen. Da braucht man 100 Bildersterne. Nein. Danke. Ja. Die behalte ich doch lieber. Das dauert dann auch schon eine Weile, immer die zusammen hat. Deswegen, ja, sollte er das erstmal noch nicht machen. Wir können ja mal... Oh, da ist ein Schiff. Kann man mit dem Schiff einfach fahren, oder? Nee, das ist... gut zu anschauen. Schade. Ihr seht da halt die Häuser, die es alle gibt, sozusagen. Von unserer Fraktion. Ui. Cora rennt einfach den Berg runter. Wer kann, der kann. Dabei weh. Zusätzlich gibt es hier noch eine Reitkuh oder Pferde. Guck mal, da sind die kleinen Mini-Häuser noch davor. Genau, das sind dann die Designs. Dort kann man die dann kaufen. Ach, das ist wie so eine, wie nennt man die? Fertighaus-Siedlung. Mhm. Ja. Ich glaube, ich will das große Haus hier. Welche in die Burg? Das ist gar nicht so gut. Hat aus wie zwei auf einmal. Oh, das da hinten. Was will ich denn? Die Burg kannst du nicht haben, die ist für den Gildenkampf in Auroria. Aber hier, dieses zum Beispiel. Ich möchte das, das hat eine hübsche Veranda. Das kostet auch nur 1000 Gildersterne. Aber ich kann mir eine Hausbeleuchtung kaufen. Kann ich eine Eule kaufen? Mit Silber. Brauche ich eine Eule? Und das hier? Ganz neu im letzten Patch hinzugekommen. Darf ich mir einen Teddybär kaufen?
Nein. Was kostet denn der? 50 Silbermünzen. Ach so, das ist Inventar. Ja. Nee, das ist ein halbes Gold, würde ich nicht von dem Teddy da ausgeben. Nee, solange du kein Haus hast, brauchst du das auch nicht. Das wird nur dein Inventar vollmüllen. So, warte mal, ich hatte doch hier irgendwo so eine Level-Quest. Ein Reittier besorgen. Kaufe ein Reittier bei Ringen. Ist nicht hier? Nee, Wachstatt, Halbinsel. Ah. Wo seid ihr denn hin? Ich habe euch verloren. Vor lauter Häuschen gucken. Hallo? Wir stehen hier auf der Straße zwischen den Häusern. Vorne. Den Gold in der Hand. Oh, zum Gold verdienen. So, wo kann ich jetzt ein Hotel Hue kaufen? Nee, das solltest du nicht kaufen. Das. Wie viel Gold hast du denn, dass du dir jetzt alles hier kaufen willst? Ich gar keins. Genau. Sieben. Sieben Gold schon. Mann, das ist boah, ich hab auch mal sechs. Weil das ja sparsam ist. Ich konnte nichts kaufen. So, wir wollten zu dem Gleitertypen, der uns unseren Gleiter besser macht. Genau. Oh, warte mal, Pferdchen. Guck mal, Pferdchen. Nee, die sind so teuer, das habe ich gerade schon nachgeguckt. Ich hab das Schwarze. Oh nein, Moment, ich hab was gesehen. Ich will die Miezekatze. Ein Hund, ist eine Katze? Bilderstern, fünfmal. Ein Säbelzahnbaby. So, ja, sieht das aus. Kann ich das haben? Was macht das? So ist das groß? Ja, das wächst halt. Was nicht, die kleinen Viecher. Ja, so groß sind die. Das andere sind doch nur Darstellungen quasi. Ah, so will ich das nicht. Bin so klein? Nee, dann ist das nicht mehr süß. Hm. Na gut, dann ist halt 17 für mich. So. Dann gehen wir halt mal weiter. Dann gehen wir mal zu dem Gleiter. Aber warte, ich muss so ein bisschen einlagern hier. Lagerhausverwalter. Oh, hab ich auch was einzulagern? Ich hab wieder ziemlich viel Schrott gesammelt. Da kannst du auch eine Reitkuh kaufen. Die sieht mir aber zu sehr nach Kuh aus, also. Also wenn, ja. wenn die cooler aussehen würde. Cooler? Aber die kannst du glaube ich anziehen. Oder kann man die anziehen? Weiß ich auch nicht. Aber die kostet 5 Bildersterne. Die kann kacken. 15 Bildersterne. Ja, behalt das mal noch. Jetzt setz mal hier bitte auf. Achso, jetzt darf ich schon nicht mehr selber reiten, weil ich zu sehr abdrifte vom Weg. Ja. Auf Mädchenparadies hier. Puppen. Jetzt müssen wir. Ach, hier kann man die ganzen Hauseinrichtungssachen kaufen. So wie das Bett da vorne. Kann ich ja schon sehen. Sieht was, wenn man hier mit dem Gleiter gegen diese komischen Dinger hier in der Luft fliegt? Du fällst runter. So, ich muss mich erstmal orientieren. Wir müssen auf die andere Seite. Jetzt haben wir den Flo verloren. Ah, ich habe eine Karte, ich finde das schon. So, stimmt. Ach, da ist mein Bett. Das ist mein Bett, Leute. Oh, Anziehsachen fürs Pferd. Wir werden nachher Cora erstmal offscreen die ganze Insel erkunden lassen. Ja. Ach, das Lila da hinten sind Bäume. Ich dachte mir gerade schon, was ist das denn? So, hier haben wir die Gleiter. So, Gleiter. Ich will den hier haben. Ihr müsst jetzt. Der ist ein bisschen zu teuer. Der ist ein wenig zu teuer, ja. Oh, ich sehe. Aber gib mal Geld. Oh, den Schmetterling! Oh. Oh, ja. Okay, wo ist denn das, was ich bezahlen kann? Also hier, den kann man glaube ich kaufen. Ihr müsst alle vier kaufen. Wir müssen alle vier kaufen. Leiter. Nee, ich kaufe mir den ultimativen Gleiter, kaufe ich mir. Nein, du kannst den ultimativen nur erstellen, wenn du vorher den verbesserten und den verstärkten, also es wird immer eine Stufe höher von dem, was ihr habt. Drück mal. Achso, das heißt, ich kann die gar nicht kaufen, sonst wenn ich so viel Geld hätte. Drück mal Gleiter, drück mal O, Entschuldigung. Drück mal O.
gib mal dann oben Gleiter ein. Ja, Gleiter. Und dann habt ihr bei Maschinenbau. Ach, da könnte ich die dann auch selber herstellen. Ne, du musst den jetzt sogar selber herstellen. Aber ich hab die ganzen Materialien gar nicht. Ihr habt jetzt den. Ihr habt doch jetzt den experimentellen Gleiter, oder? Ja, das sage ich dir. Ja, wir haben den experimentellen. Genau, da braucht ihr jetzt nur noch den verbesserten kaufen. Ja, wir müssen zum Zimmereitisch dafür. Den verstärkten kaufen und den. Achso, das heißt, ich kaufe mir hier quasi nur die Bauanleitung. Richtig. Okay. Du kaufst jetzt hier überall nur immer die Bauanleitung. Okay. So, jetzt müssen wir voll die Verarsche hier, da denkst du, da kriegst du was in die Hunde. Zimmereitisch, wo haben wir denn hier einen Zimmereitisch? Ja, aber du brauchst doch erstmal die Materialien. Du brauchst nichts dafür. Also, kauf nicht den experimentellen, sondern nur den verstärkten, den verbesserten und den ultimativen. Alle drei gleich. Alle drei gleich. Ja, warum? Na, weil wir dann gleich auf den allergrößten upgraden können. War super cool. Ja. So, ich hab sie alle gekauft. Genau. Dann gibt's oben rechts, auf eurem Screen sogar unter der Tageszeitanzeige so eine Tür, wo ein Mirage daneben steht. Da könnt ihr Mirage verlassen. Da müssen wir das jetzt tun? Ja. Lassen wir mal. Ups, weg. Man könnte auch in die Mitte wieder zurückgehen, wo wir vorhin angekommen sind, und das Portal benutzen, aber da müssen wir halt so weit laufen. Ich muss ja auch mal zeigen, wie wir verpuffen. Okay, jetzt muss ich hier noch einen. Jetzt müsste hier ein Zimmerertisch stehen. Da mal noch einen. Ich komme immer noch nicht so ganz drüber hinweg, dass wir doch Materialien brauchen. Braucht ihr nicht. Du hast den experimentellen Gleiter durch die Quest vorhin bekommen. Hm? Und jetzt hast du den verbesserten, um von dem experimentellen wegzukommen zum verbesserten. Und von dem verbesserten kommst du zum verstärkten und vom verstärkten kommst du zu dem ultimativen und dann hast du den. Okay, ich habe gerade gemerkt, man braucht dafür 25 Arbeitspunkte jeweils. Ja. Gut, dass ich eben meine Arbeitspunkte in das Öffnen von Geldbörsen gesteckt habe. Ich dachte, das hättest du bereits schon gelernt, dass das nicht so sinnvoll ist, all seine Arbeitspunkte da reinzustecken. Ich habe nicht gedacht, dass wir die jetzt gerade 75 Stück davon brauchen. Ich glaube, ich bin hier an dem falschen. Also ich hatte gerade 43, ne? Ich habe jetzt einmal geupgradet, aber... Ja, das war so erstmal dann. Flo, hier ist die... Cora, hier ist der Zimmerertisch. Ja, hier oben war so eine komische Quest. Oh, hier. Okay. Ach nee, das ist ein Bau. Maschinenbau. Eine Improved Scarecrow Farm, okay. Da züchtet jemand Kängurus mit Segelohren, was zur Hölle? Ja, mir fehlt der Gleiter. Ich glaube, ich muss den vorher ausziehen. Ja, ja, wir müssen ablegen. Machen wir das doch mal. Ablegen. Jetzt los, genau, mit dem Rechtsklick. Gehen wir wieder an die Bank. In den Bauch, Gleiter. Sieht der jetzt auch besser aus? Will ich schon mal ausprobieren. So, und jetzt gucken wir mal hier. Ich kann nämlich den Verstärkten noch gar nicht bauen, weil ich dann hier erstmal den Verbesserten brauche. Deswegen machen wir jetzt erst den Verbesserten. Was ist denn jetzt was bei T? Fertig. Oh, Gleiter-Nitro. Okay. Oh, wir sind hier jugendfrei. Ah, ich crash den Baum. Ups. Ja, also du hast mit dem Gleiter hier drei verschiedene Skills. Einmal den Nitro, den Boost da, und dann hüpft er so ein Stückchen nach oben. Dann kann man also weiter gleitern. Kann man dann die Bomben abwerfen, um Ziele am Boden zu treffen, und dann den Luftangriff, um, ich weiß nicht, ob der Bombenangriff oder Luftangriff heißt, dann kann man dann sogar andere Gleiter beschießen. Also gerade nach vorne.
Ah, ich muss jetzt mal Arbeitspunkte sparen erstmal, bevor ich den dann weiter upgrade. Ja. So, ich habe jetzt einen ultimativen Gleiter. Spring ja nicht runter. So schnell landest du nicht wieder. Wo ist er denn? So, und das war jetzt total blöde, weil ich brauche dazu Level 20. Ach, gut, dass ich den nicht geupgradet habe. Sieh doch, was ich dazu gelernt habe. Seht ihr? Ich habe das beim Fertigen, da stand nämlich schon immer dran, Level, irgendwas Level erhöht, auf Level sowieso. Und ich habe das einfach mal schön ignoriert. Jetzt weiß ich, dass ich das nicht halt tun soll. Ich bin froh, dass du mir so vertraust. Ne? Ja, ne? Voll gut. Also den Verstärkten kann man ab 15 benutzen, okay, dann muss ich ja eh noch warten, dann hätte ich ihn gar nicht benutzen können. Ja, aber das geht ja schnell. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man so ein bisschen Quests macht. Ja, ein bisschen jedenfalls. Geht das ganz fix. Aber, ich glaube, da haben wir für heute wieder eine Menge gelernt. Nämlich, wir brauchen einen guten Gleiter, aber dafür auch das entsprechende Level. Und, wir haben Mirage gesehen. Die Shoppinginsel, Einkaufsparadies, die Mädchenwelt, die uns nichts leisten können. Aber da kommen wir noch hin, aber nicht mehr heute. Ui. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.